Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Steelbook zu Life of Pi und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute wieder ein Steelbook aus der Fox Steelbook-Reihe, die es exklusiv auf Amazon gibt. Wie gesagt, heute Life of Pi. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Life of Pi, was weiß ich. Ja, wie gesagt, ist das sechste, glaube ich, aus der Reihe. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Heute zeige ich nicht alle, das mache ich nachher zum Schluss nochmal, weil es gibt ja insgesamt 10 Stück davon, die mit diesem ähnlichen Design sind. Und zum Schluss beim letzten zeige ich dann nochmal alle. Aber heute halt dieser hier. Den Film finde ich ja an sich sehr persönlich ziemlich, naja, nicht so gut. Hat mir nicht so gut gefallen. Hat zwar schöne Bilder, auf jeden Fall. Ah, hier wieder schöne FSK 12 Aufkleber drauf hier. Ja, Film ist ja, hat zwar schöne Bilder und so, aber irgendwie fand ich den total Banane. Ja, ich werde ihn vielleicht nochmal angucken. Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Ist ja schon ein bisschen älter, der Film. Ist ja schon ein paar Jährchen her, wo ich ihn gesehen habe. Damals auch noch in 3D. Ich glaube, hier ist auch bloß das 2D-Steelbook bei. Guck mal kurz rein. Ja. Ja, aber ich habe mir jetzt gekauft, um die Reihe natürlich vollständig zu haben. Ja, schauen wir uns das gleich mal an. Sieht auch sehr geil aus, das Steelbook, muss ich sagen. Hier mit diesem Tiger drauf. Mit diesem Schriftzug unten halt. Und was steht nochmal drauf? Directed by Angel Lee. Also sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Die Farbe diesmal auch ganz anders. Die anderen waren ja mal so in Rot und in Blautönen gehalten. Und das jetzt hier mal komplett anders. In Gelb. Ja, also von vorne sieht es ziemlich cool aus. Dann haben wir hier die Rückseite. So eine Luftaufnahme von diesem Schiff da, wo die da rumschippern da. Das Schiff sage ich schon, von dem Boot. Mit dem Tiger auf der einen Seite. Ja, unten hier ein bisschen Schrift. Ja, stört jetzt so ein bisschen, aber es geht. Ich weiß gar nicht, was ist denn das hier oben? Das müssen wir noch genauer angucken. Ja, hier oben seht ihr das? Hatte ich schon gelesen. Da ist irgendwie ein kleiner Fehler, glaube ich. Da ist nicht richtig lackiert. Naja, muss ich mir gleich nochmal genauer angucken. Wenn nicht, geht es wieder zurück. Umgetauscht. Ja, wie gesagt, so sieht es von hinten aus. Öffnen wir das mal. Ja. Nochmal hier, nee, so rum. Da. Nochmal hier Dings drauf. Ja, an sich so. Schon ein cooles Steelbook. Also finde ich von den Motiven her sehr cool. Wie gesagt, hier wieder ein bisschen, was ich jedes Mal sage, finde ich blöd, dass die Disc nicht in demselben Stil ist wie das Steelbook. Und hier den Motiv, wie bei den anderen, so in schwarz-weiß gehalten, aus dem Film. Ist okay, ist gut. Ja, wie gesagt, Steelbooks, die kosten ja 14,90 € bis auf, was ich letzte Mal hatte, hier Fight Club gehabt. Kommen ja alle 14 Tage raus, diese Steelbooks. 10 Stück insgesamt. Ja, sonst 14,90 € bis auf Fight Club, das hat ja 16,99 € gekostet, plus 5 Euro Strafversand. Ja, an sich cooles Steelbook. Finde ich von den Motiven ziemlich cool. Wie gesagt, ich finde die ganze Reihe ziemlich geil. Muss mal gucken, es hat hier irgendwie so ein paar kleine Stellen hier. Vorne sehe ich auch schon was. Muss man gleich mal noch genauer angucken. Und wenn das hier nicht weggeht, ja, dann wird das wieder umgetauscht. Ja, in diesem Sinne soll es denn das auch an dieser Stelle wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.